bei dieser Stammfunktion weiß man am Anfang nicht recht, was man machen soll. Wir werden versuchen, sie partial zu bestimmen, aber um diese Formel anwenden zu können, brauchen wir hier ein Produkt von zwei Funktionen, von der eine Ableitung ist. Wir haben aber kein Produkt. Das ist nicht 8 cos mal x, sondern 8 cos von x. Wir haben kein Produkt, wir können aber eins draus machen, indem wir einfach mit 1 multiplizieren. Wir sind es gewohnt, die 1 so zu schreiben, man kann sie aber auch in der Form x' schreiben. Und somit haben wir Stammfunktion vom Produkt von zwei Funktionen, von der eine Ableitung ist. Also dürfen wir diese Formel anwenden, das heißt, man schreibe das Produkt dieser beiden Funktionen, aber ohne Prim, minus Stammfunktion vom Produkt dieser beiden Funktionen, wo aber dieses Mal das Prim auf die andere hüpft. Hier bleibt also x stehen, mal Ableitung von 8 cos von x. Und das ist minus 1 geteilt durch Quadratwurzel aus 1 minus x². Jetzt bleibt nur noch diese Stammfunktion zu berechnen. Das x schreiben wir oben. Minus 1 mal x, das ergibt minus x. Und hätten wir oben minus 2x, dann hätten wir oben die Ableitung von diesem Radikanten. Also multiplizieren wir oben noch mit 2. Dann müssen wir aber auch durch 2 teilen und diese multiplikative Konstante, ein halbes, fliegt dann aus der Stammfunktion raus. So. Und jetzt haben wir effektiv die Ableitung von diesem Funktionsteil, die oben multipliziert. Wir schreiben das Ganze mal 1. Und somit können wir das Substitutionsverfahren einsetzen, um diese Stammfunktion zu bestimmen. Der Funktionsteil, dessen Ableitung da oben multipliziert, diesen Funktionsteil nennen wir u. Und wenn u 1 minus x² ist, dann muss die Ableitung von u gegenüber der Variablen x minus 2x sein. Dieses dx setzen wir noch rechts rüber und erhalten so du gleich minus 2x dx. Also, wenn u 1 minus x² ist, dann muss du minus 2x dx sein. Substituieren wir 1 auf diese Quadratwurzel und das Paket minus 2x dx, das ist du. Per Substitution erhalten wir also diese Rechnung und hier erkennen wir sofort die Ableitung von Quadratwurzel u. Also finden wir da als Stammfunktion die Quadratwurzel von u. Sobald man die Stammfunktion in u gefunden hat, ersetzt man das u durch das, was es ist, als Funktion von x und somit haben wir die Stammfunktion von 8 cos trotzdem noch gefunden, obwohl es am Anfang nicht so einfach war herauszufinden, was zu tun ist. Wir haben sie trotzdem gefunden.